brauche ich jetzt dafür interne Panzerung. Wie kann es auch anders sein? Nur mit der internen Panzerung hast du es aber heute, du. Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge Space Engineers. Im Multiplayer wieder mit dabei der Mike. Natürlich, wie immer. Jo, und wie immer, nein, nicht wie immer. Heute ausnahmsweise mal in dieser Aufnahmesession der Kalle nicht dabei, weil der muss arbeiten. Ja. Tja. Tja, und ich bin immer noch hier am Zurückfliegen, wo mein Schiffchen steht, was durch den Leck des Todes doch in dem Sinne ganz einsam, naja, am Asteroiden abgestellt wurde. Mhm. Das ist nicht nett. Nein. Nett nicht, aber. Aber. Hey, alles gut, alles gut. Wie war das? War nicht nett, aber lässt sich nie ändern. Das ist wahr. Fragt sich nur warum. Erstmal nach langer Zeit wieder sowas gehabt. Ah, okay. Theoretisch könnte das ja auch ein kurzer Hakler der Internetverbindung gewesen sein. Richtig. Na, denn da kenne ich mich ja nun mittlerweile mit aus. Ja, also im Moment kannst du, glaube ich, einen ganzen Roman fortschreiben. Stahlplatten fehlen mir noch ein paar. Oh, 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 oh. Immer hübsch lang. Jetzt aber ganz schnell. Nicht nur meine Energie ist runter, mein Sauerstoff liegt bei 6. Ach, das reicht doch noch, reicht doch noch. Ja, hat auch gereicht. Weil ich Dösbaddel hatte mir natürlich 2 Wasserstoffflaschen eingepackt, anstatt eine Sauerstoff, eine Wasserstoff. Ah, ja nu, das ist ja mobil, ne? Ich dachte mir vorher, jetzt ist nicht gemacht, das ist ja Nitro wäre jetzt ja auch leer gewesen. Was dann? Oder besser gesagt, Hydrogen, besser gesagt hier. Tja. Also das weg und. Eine Sauerstoff mitnehmen. So, das heißt, großes Stahlrohr und Stahlplatten brauchen wir, ne? Ja. Großes Stahlrohr haben wir noch, Stahlplatten haben wir nicht. Aber wir haben ja Eisen mitgebracht und von daher können wir ja zumindest ein paar produzieren. So. So, der erste Licht. Oh, jo, der läuft auch direkt an. Der auch. Der auch. Alle 5. Volles Rohr, geben Sie Gas. Das hat doch mal was. Mhm. Hat sich richtig gut angehört. Gut. So, was sagt er denn jetzt hier?
sieht gut aus. Ups. Jetzt will ich mir das mal angucken hier. So, die Raffinerien kümmern sich nämlich jetzt nur noch um das Uran. Und die Assembler machen Kobalt. Und scheinbar haben sie Nickel auch schon gemacht, weil Nickel ist schon weg. Ja, das häufen die ganz schön. Bitte? Das pfeifen die ganz schön schnell durch. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, das weg, das weg. Das kannst du sortieren. Genau. So, aber ich muss noch mal was ändern hier. Nämlich, ich habe denen gesagt, dass sie kein Stein schreddern sollen. Das würde aber heißen, dass ich kein Kies kriege. Assembler Clearer, Balancing, LCD Panel. Großen 100, die kleinen 25. Eis soll er nur mit 95% füllen, danach abwarten, damit man mich noch Flaschen reinkriegt. So, Assembler immer nur zu 25% füllen, dann leer machen. Ist auch gut. Hornbelange. Stone Processing Files. So, gut prüfen. Okay. Übernehmen und ausführen. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen jetzt irgendwann Kies. Pi, was willst du hier mit Geld? Gut. Nein, ich hätte mal so ein bisschen Stein mit reingeschmissen. Ja. Gut, dann können wir ja mal anfangen und... Nein, nicht die Tab-Taste. Jetzt habe ich wieder gar keine Flasche im Inventar. Oh, sag mal, was mache ich denn hier für komische Sachen? Ach du, das kann ich auch ganz gut. Bau den Bohrschiff, mach bloß keine Antenne dran und vor allen Dingen gar keinen Erdsensor, ne? Hör mal, das lohnt sich. Hm. Das hat auch was, ja. Das ist wohl wahr. Jetzt war ich mit dem großen Schiff da drüben, jetzt habe ich erstmal das Bohrschiff gesucht. So, dann habe ich erstmal mit dem großen erstmal abgescannt hier. Hm, wo ist mal das begehrte Zeug gefunden? Ja, wo war jetzt wieder das Bohrschiff? Ja. Ich weiß nicht, also Suchspiel. Das hat was. Ja. Aber sowas von mir. Man muss er auch mal machen, oder? Das ist spaßig. Vor allen Dingen dann das Suchen. Ja. Richtig.
So, aber warum produziert er jetzt keine Eisenplatten mehr? Kommen die Dinger nie hinterher oder was? Eisen ist da und er produziert nicht. Bis eventuell auf Demontage. Nee. Ich hatte Eisen. Na, Betonung liegt auf hatte. 0,65 habe ich noch. Wow. Und das, okay. Und das reicht noch nicht mal für eine Stahlplatte. Wow. Du hast echt guten Vorrat, muss ich schon sagen. Ja, ich habe alles da. Alles in überschaubaren Maßen. Unter anderem über 400 Kilo Uran. Wow. Aber kein Eisen. Gut, dann müssen wir halt nochmal los. Richtig. Ich könnte jetzt zugucken, wie das despawned ist hier alles. Die ganzen Steinbrocken und so weiter, was hier rumflog. Kobalt hole ich jetzt nicht. Ach, ich hole mir gerade so eine Fuhre Nickel mal ran. Inventory full.
Gut, Inventar voll mit Eisen. Das ist gut. Ups, wer wird denn gleich gegen die Wand fliegen? Tja, das weiß ich auch nicht, wer sowas macht immer. Ach, da ist der Ausgang. Ich hätte beinahe wieder einen Berg erwischt. Ich weiß nicht, das, da habe ich es echt drauf. Das schaffe ich immer wieder. Ja, vielleicht ist er ja magnetisch schon mal und zieht dich an. Sollten wir mal gucken, ob da Magnetit drin ist. Ja. Lass mal gleich wieder alles auffüllen. Was mir immer so aufgefallen ist, diese Objekte. Da ist schon eine ganze Weile keins mehr gespawnt hier in der Umgebung. Was für Objekte meinst du? Hier die unbekannten Signale oder? Ja, ja, genau. Im Moment habe ich eins hier bei mir. Ah ja. Was natürlich sein kann. Oh, er hat alles fertig produziert. Das ist ja cool. Kann auch ein paar tausend Stahlplatten machen. So. Was natürlich sein kann, wenn das bei dir ist, das bei mir dann kein Spawn, weiß ich nicht. Ja, oh, das kann sein. Habe ich noch nicht ausprobiert. Fehlen doch noch ein paar Teile von meiner Rainbow Suite. Müssen wir mal zählen hier. 1, 2. Nee, verzählt. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, ich habe hier ein kleines Fehlerchen gemacht. Ist aber nicht schlimm. Besser ein kleiner Fehler als ein großer, ne? So, ich bringe gerade meine Fuhre Nickel nach Haus. Nee. Passt doch.
Jetzt, als ich dachte, ich hätte einen Fehler gemacht, da habe ich mich verzählt. Vorher habe ich es richtig gehabt. Du hast schon Fehler beim Fehler gemacht, oder? Ja. Das ist ja eigentlich richtig sein, immer, wenn der Fehler fehlerhaft ist. Nee. Ist dann immer noch nicht so wirklich richtig. Okay, nicht ganz, aber fast. Naja. Schauen wir mal. So, was brauche ich jetzt dafür? Interne Panzerung. Wie kann es auch anders sein? Ja, mit der internen Panzerung hast du es aber heute, du. Jo. So, dann muss ich das Ding ja tatsächlich erstmal schweißen. Herstellung, Steuerer, Motor. Nicht mein Länderrahmen. Herstellung, Steuerer, Motor. Also dann produzieren wir doch gleich erstmal ein paar Steuerrohre, weil die reichen auch schon wieder nicht. Gut. Tja, ja, wenn die böse Zeit nicht wäre, wären wir schon viel weiter. Was? Schon wieder? Weiß nicht. Schau mal nach, was Timerchen sagt. Ja. Oh, böser Timer, böser ja, Timer. Ja, hast recht. Ja, schön, dass ihr da wart. Uns wird's freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss. Oh, tschüss.